Ein Prunkpalast mit Glasfront, ein langer Steg zur Fischerhütte, Riesenareale mit Wald und See. So also macht Russland-Diktator Wladimir Putin Urlaub. Neue Drohnenaufnahmen enthüllen erstmals das geheime Luxusanwesen. Seit Jahren ist die Existenz des Putin-Landsitzes bekannt, nun scheinbar endlich der Beweis im Video. Der riesige Landsitz liegt nur 30 Kilometer von der Grenze Finnlands entfernt am idyllischen Ladoga-See. Getarnt ist das Anwesen offiziell mit den Bezeichnungen Fischerhütte, Scheune und Gartenhaus. Auffällig, statt Gold und Prunk ist das Anwesen für Putin-Verhältnisse recht futuristisch. Die Scheune zum Beispiel mit klaren Kurvenlinien, eine Betonschale mit Liegebänken und freier Sicht auf einen 4 Meter hohen künstlichen Wasserfall. Eine Forellenfarm in der Bucht versorgt den passionierten Angler vermutlich mit fangfrischem Fisch. Zum Protzanwesen führt keine Straße, dafür gibt es einen Hubschrauberlandeplatz, Anlegestellen für Yachten und einen angeblichen unterirdischen Eingang. Rund um den Luxuslandsitz Stacheldraht und Sicherheitsdienst. Völlig unklar, wie genau diese Aufnahmen bei all den Sicherheitsmaßnahmen entstanden sind. Sie stammen vom Recherchenetzwerk Dossier Center, welches Putins Machenschaften verfolgt und an die Öffentlichkeit bringt. Putin-Anhänger behaupten, die Bilder des Landsitzes seien mit KI erstellt worden und fake. Einheimische erzählen, dass Putin mindestens einmal im Jahr in dem Waldpalast residiert und durch die großen Panoramascheiben auf die Schönheiten der Natur schaut. Urlaub der Superlative, während der Diktator zeitgleich im Osten der Ukraine Tausende seiner Soldaten in den Tod schickt.